mich ganz besonders, dass heute unsere Spitzenkandidaten für das Europaparlament zu uns nach Dortmund gekommen sind. Wir haben jetzt ja letzte Woche gehört, die Jugend Europas ist pessimistisch. 14- bis 29-Jährige blicken eigentlich mit Angst in die Zukunft, sehr pessimistisch. Ein Viertel der jungen Leute würden AfD wählen. Wie ist deine Meinung dazu? Mit welchen Gefühlen blickst du in die Zukunft? Ich komme aus einer Immigrantenfamilie und deswegen ist das auch ein ganz besonderes Thema für mich. Ja, weil in einer Zeit, in der die Grünen keine grüne Politik mehr machen, die CDU keine christliche Politik, die SPD keine soziale oder die Linke keine linke, hätte ich gerne mal wieder eine Partei, wo drin ist, was draufsteht. Also Vernunft und Gerechtigkeit, die auch bestimmte politische Felder bespielt, die ja momentan total, sag ich mal, Parteien überlassen wird, die man ja wirklich überhaupt nicht guten Gewissens wählen kann. Und aufgrund dieses Gefühls gibt es auch viel Politikverdrossenheit. Also ist nicht so, dass die Politik nicht interessant ist. Es ist mehr diese Ohnmacht, dieses Ohnmachtsgefühl, dass egal, was man macht, da kommt nichts bei rum. Ja, ja. Finde ich gut auf den Punkt gebracht. Es gibt ja in der Theorie so diesen Dreiklang, ne? Wut, Hoffnung, Aktion. Aus der Wut entsteht die Hoffnung und die Hoffnung, die treibt dann die Leute zur Aktion an. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall drauf aufbauen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt auch die Zeit, dass man genau diesen Sprung von Wut zu Hoffnung schafft. Und da freue ich mich drauf. Ja,